Früher war Stricken für die Omis, hat man gesagt. Na geh, stricken, wen interessiert das? Heutzutage ist es ganz anders. Deshalb kommt ein Trend von New York nach Wien. Und zwar in einem Café wird es also besonders betrieben. Und Elisabeth Engstler hat sich dort umgesehen und vielleicht sich auch von dem Strickfieber anstecken lassen. Wenn es draußen so richtig kalt ist, dann gibt es nichts Schöneres, als sich in einen warmen Schal zu kuscheln. Und besonders schön ist das, wenn er selbst gestrickt ist. Jetzt möchte ich mir dazu ein paar Tipps holen. Grüß Gott. Ja, da wird ja schon fleißig gestrickt. Oh, ist das schön. Das ist gemütlich. Grüße Gott. Liebe Frau Hausherrin, Stricken ist wieder in, oder? Stricken ist wieder ganz in. Sie sehen es, erst sitzen Leute um den Tisch und stricken und lernen stricken. Und es ist eine schöne Beschäftigung. Es ist anders als früher. Früher hat man gestrickt, weil es keine Pullover gab, so, die man sich leisten konnte. Heute strickt man, weil es einfach schön ist. Eine schöne Freizeitbeschäftigung und es ist auch so schöne neue Materialien. Und stricken Sie auch? Ja, ich liebe es zu stricken. Also früher habe ich viel gestrickt, aber jetzt denke ich mir, jetzt kriegt man wieder so ein Guster. War das bei Ihnen auch so, die Idee zu diesem Strickcafé durch den Guster aufs Stricken? Nee, ich habe immer gestrickt schon. Mhm. Bei mir war es eher der Guster auf Kommunikation und Leute zusammenbringen und ein schönes Wollgeschäft nach Wien bringen. Jetzt öffnet sich uns das Paradies. Bitte, was es da alles gibt. Das ist die Effektwolle. Ja. Da kann man dann wunderschöne Schal stricken. Ein Traum, bitte. Schauen Sie sich diese Farbenvielfalt an. Und so süße Sachen kann man draus machen. Mein Gott, das würde ich ja auch gerne tragen. So was gibt es, das wird groß. Können Sie auch stricken, ja, machen wir. Das finde ich so schön. Man sieht immer bei Ihnen die Wolle, aha, auch wieder so ein Effektgarn. Man sieht dann unten immer, wie das dann aussieht, wenn es verstrickt ist. Ja, genau. Da kann man, kann man sich vorstellen, kann man angreifen. Okay, oh, kommt natürlich überhaupt das. Ja, das ist ja das Feinste vom Feinsten. Das Angora. Ah, das ist, reine Angora. Ganz weich, wunderschön. Und für eine Glitzerfee wie mich natürlich, es gibt auch glitzernde Wolle. Ja, ist, ist das wieder in? Das ist ganz in wieder. Mhm. Und das kann man verstricken und verhäkeln und verhauben und Schals. Da sehen Sie eine Haube. Na bitte. Na bitte, das ja super, wunderschön. Ja, und das ist schön. Socken, bitte, die Königsdisziplin. Das schaut aber kompliziert aus. Könnten Sie mir das auch beibringen, sowas? Ja, gehen wir Socken stricken. Gehen wir Socken stricken. Also das ist natürlich gleich ein anderes Gefühl. Mit Ihrer Hilfe da jetzt die Socken stricken und vor allem mit dieser Anleitung, die finde ich ja grandios, weil da ist bitte für jede Größe, für jede Schuhgröße sind die Maschen schon vorgerechnet. Das ist alles ausgerechnet. Gibt es eigentlich viele Leute, die herkommen und diese Unterstützung brauchen? Ja, es gibt viele und die entzückendste Geschichte ist eine junge Frau, die hier stricken gelernt hat und ihrem Mann zu Weihnachten eine Haube gestrickt hat, aber geheim hier im Geschäft. Der hat keine Ahnung gehabt und hat am Heiligen Abend eine selbstgestrickte Haube gekriegt. Ach, das ist doch ein Liebesbeweis, ja, oder? Da liegt so viel Liebe drin, gell? Sie haben sicher für Ihre Kinder auch gestrickt. Ich habe immer gestrickt für meine Kinder. Ich habe jedes Opfer bestrickt, das sich gefunden hat. Und die haben es auch gern getragen, oder? Hoffe. Also ich bin neugierig. Oh ja, weil die wollen jetzt auch noch. Da wirklich so ein Socken rauskommt, ich weiß nicht. Aber boah, das macht wieder Spaß. Himmel, man wird süchtig wieder. Also auf zum Stricken. So, dieser Bericht hat jetzt wieder alle Zweifel ausgeräumt. Elisabeth befindet sich wieder im Strickfieber.